Als nächstes geht es um die Formatierung des Textes. Standardmäßig hat es gerade die Calibri verwendet. Das ist zwar nicht gerade meine Lieblingsschrift, es gibt deutlich elegantere. Sie hat aber den Vorteil, dass sie mit allen Word-Installationen mitgeliefert wird. Das heißt, du kannst diesen Text problemlos auch auf einem Windows-Gerät weiter bearbeiten, ohne dass sich alles verschieben würde, weil die Schrift dort nicht vorhanden ist. Ich überfahre mal den ganzen Text und wähle da eine kleinere Schriftgröße, mal nur 10 Punkte, dafür einen etwas luftigeren Zeilenabstand, 1,15, 1,2 wäre ja optimal mindestens, aber das reicht schon. Dann unter dem Titel kommt eine Quellenangabe. Da kopieren wir die Adresse dieser Webseite ganz oben im Adressfeld und fügen sie hier ein. Die Quelle, die soll kursiv sein. Vielleicht nehmen wir hier gleich noch einen etwas größeren Abstand. Über die Optionen wählen wir hier 12. Dann der Titel, der ist 18 Punkt und FET, Befehl B. Dieser Einleitungstext, auch Lead genannt, der soll sich über die ganze Seite erstrecken und vor allem auch FET und kursiv sein. Also entweder diese beiden Befehle hier oder Befehl B und Befehl I. Dann die Untertitel, die sind einfach FET, aber dieselbe Größe wie der Text und hier erneut. Als letztes haben wir hier noch diese drei Hauptgötter. Das soll eine Punkteliste sein. Ja, jetzt sind wir gerüstet.